Willkommen zurück und heute geht es weiter mit dem Thema Grundwert berechnen. Eine mögliche Einstiegsaufgabe sieht so aus. Wir haben Horst Bärbel prahlt vor seinen Freunden mit folgender Aussage: Ich habe gestern 7% Rabatt auf meine neue PlayStation 4 inklusive zwei Controllern, GTA 5, Fallout 4, FIFA 19 bekommen. Das waren 56 €. Das war ein super Deal. Ob das ein super Deal war, können wir erst wissen, wenn wir wissen, wie viel nun bezahlt wurde. Wenn also 7% 56 € sind, wie viel war dann das große Ganze, die 100%? Pausiere das Video und überleg dir, wie du den Grundwert möglicherweise berechnen könntest. Okay, willkommen zurück. Wir werden das Ganze auch wieder mit dem Dreisatz lösen. Und zwar wieder eine Tabelle angelegt. Hier wieder Prozent. Hier Wert. Und wir wissen ja, dass 7% haben den Wert von 56 €. Wir wollen aber wissen, was sind denn 100%? Also werden wir hier wieder auf 1% rechnen, durch 7, das Ganze auch auf der Seite durch 7. 1% sind also 8 €. Und wir wollen nicht 1% wissen, sondern 100, also mal 100. Hier auch mal 100. Also 100% sind 800 €. Jetzt müsste man noch abschließend die Frage beantworten: Sind 800 € für das Ding tatsächlich ein super Deal? Das kann man nur beantworten, wenn man ja etwas interessiert ist an dieser Thematik. Und dann würde man sagen, nein, das ist viel zu viel. Aber was wir jetzt gesehen haben, auch mit dem Dreisatz kann ich Grundwerte berechnen. Wenn ich weiß, 7% sind 56 €, wie viel ist dann das große Ganze? Wie viel ist G der Grundwert, wenn ich klein p und W gegeben habe? Du hast also als Überschrift Grundwert berechnen geschrieben. Wir besprechen das nächste Beispiel, bevor du etwas notierst. Beispiel: Am Ende des Schuljahres wollen 12 Schülerinnen und Schüler den Schulchor verlassen. Das sind 30% der Mitglieder des Chores. Wie viele Mitglieder hat der Chor bisher? Und auch hier werden wir das Ganze per Dreisatz lösen. Und dazu tragen wir wieder unsere bekannten Größen ein. Also 12 Schüler sind 30%. Wir rechnen zunächst aus, was sind 1%, um dann auf 100% zu kommen. Also durch 30, 12 durch 30 sind 12 Dreißigstel, kann man so stehen lassen. 1% sind also kein ganzer Schüler. Das ist aber nur ein Zwischenschritt, deswegen unproblematisch. Dann von 1 auf 100, also mal 100. Hier auch mal 100. Und dann ist das Ergebnis 100% sind 40. 40 Schüler, die hier insgesamt in dem Chor sind.
Und wie beim letzten Mal kann man das Ganze natürlich auch allgemein aufschreiben. Wenn wir jetzt beispielsweise wissen, wir haben einen Prozentsatz, der ist einem Wert zugeordnet. Also 30% sind 12 Schüler wert. Dann rechne ich ja zunächst durch, hier durch 30, also allgemein würde man sagen durch P. Auf der anderen Seite würde ich auch durch P rechnen. Hier entsteht also W durch P. Hier stand 12 durch 30, 12 Dreißigstel. Und dann will ich aber die 100% wissen. Also mal 100. Also auch hier mal 100. Dann habe ich W durch P mal 100 und erhalte diesen Wert. Das heißt, als Formel könnte man sich merken, wenn ich mir den Grundwert bestimmen soll, W mal 100 durch P. Und weil das jetzt schon die zweite Formel ist und es sogar noch eine dritte Formel gibt in der Prozentrechnung, um also später den Prozentwert, den Prozentsatz oder den Grundwert zu berechnen, gibt es jetzt eine kleine Merkhilfe von mir. Ich habe dir in den Wochenplan eine zweite Videodatei verlinkt. Das bitte anschauen, ist ein einminütiges Video und hier wird erklärt, wie man sich die Formeln gut merken kann. Entweder man lernt alle drei auswendig oder man hat folgende Merkhilfe. Bitte jetzt das Video pausieren, das andere anschauen und danach wieder zurückschalten. Prima, du hast dir das Video angeschaut und folgendes Quadrat vor dir. Das kannst du dir auch gerne ausschneiden und selber basteln, dann hast du es immer dabei. Es wurde ja in dem Video erklärt, warum hier W durch G steht. Denn würden wir 12 Schüler haben vom, also 12 von 40, 40 ist G, 12 ist der Wert, dann sind das 30 von 100. Und wenn ich jetzt mein G berechnen soll, dann drehe ich dieses Quadrat so, dass G oben steht und rechne W mal 100 oder 100 mal W, das ist ja egal, durch P. Und das war ja genau die Formel, die wir gerade aufgeschrieben haben. Also das, was ich berechnen soll, drehe ich nach oben und dann kann ich den Rest berechnen, wenn ich den Prozent Wert berechnen soll, so wie in der letzten Stunde, dann drehe ich das W nach oben und habe ja gerechnet G mal P durch 100. Das wäre also die Formel. W ist gleich G mal P durch 100. Oder so. G ist gleich 100 mal W durch P. Da ich 100 und W vertauschen kann, könnte ich auch schreiben W mal 100 durch P. Und wenn ich den Prozentsatz berechnen soll, also ich habe 12 Schüler, insgesamt ist der Chor 40 Schüler groß, wie viel Prozent sind das? Dann drehe ich das kleine P nach oben und habe klein p berechne ich W mal 100 durch G. Und so habe ich mir alle drei Formeln hergeleitet. Übernimm bitte das Beispiel einmal als Dreisatz und einmal mit der Formel. Wir werden das mit der Formel jetzt hier nochmal aufschreiben. Wir haben also 12 Schüler. W ist gleich 12. Wir haben P ist gleich
30% als gegeben. Gesucht ist groß G. Lösung dann entweder per Dreisatz oder ich nehme die entsprechende Formel. G ist gleich W mal 100 durch P. Ich setze ein 12 mal 100 durch P sind 30%. Rechne das Ganze aus und erhalte auch 40. Mit diesem Wissen im Gepäck sollst du nun folgende Aufgaben bearbeiten. Seite 54 Nummer 1. Pausiere das Video, bearbeite die Aufgabe, bitte einmal mit dem Dreisatz und einmal mit der Lösungsformel. Wenn du fertig bist, dann geht das Video weiter. In Ordnung, du hast schon gemerkt, die Lösung ist keine ganze Zahl, dazu gleich mehr. Zunächst erstmal gegeben und gesucht. Gesucht ist klar, der Grundwert ist gesucht. Gegeben, der Prozentwert 25 Teilnehmer. Und 60%. Jetzt hast du das entweder mit dem Dreisatz gemacht oder du hast hier die Lösungsformel aufgeschrieben. Die wäre hier wieder W mal 100 durch P. Also 25 mal 100 durch 60 und das sind 41,6 Periode, also ungefähr 42 Personen. Ich vermute hier einen Tippfehler im Buch, denn wenn es 24 Teilnehmer sind bei der gleichen Prozentzahl, dann ist das Ergebnis glatt 40. Beim Dreisatz müsste ein ähnliches Ergebnis rausgekommen sein. Bearbeite nun die Aufgaben, die ich dir im Wochenplan eingestellt habe. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Video.